Das Tiroler Schützenwesen gründet auf der Wehrverfassung, die Kaiser Maximilian I. im Jahre 1511 mit seinem Landlibell dem Tiroler Volk zugestanden hat. Die Tiroler Schützen waren damit zu keiner anderen Kriegsdienstleistung verpflichtet als zur Verteidigung ihrer Heimat. Dies galt im Wesentlichen bis 1918. Es folgten die Jahre der faschistischen Unterdrückung Südtirols mit dem Verbot des Schützenwesens. Erst mit dem Jahre 1946 wurden allmählich die Bedingungen für ein Wiederentstehen des Schützenbrauches geschaffen, bis schließlich am 2. März 1958 in Bozen der Südtiroler Schützenbund aus der Taufe gehoben wurde. Diese Gründungsversammlung war vom damaligen Landeshauptmann Alois Pupp veranlasst worden. Zweck der Versammlung war die Genehmigung eines Statuts und die Wahl einer sogenannten Bundesleitung. Gewählt wurden als Obmann der Landeshauptmann Alois Pupp und als Stellvertreter Georg Klotz und Franz Torkler. Bundesgeschäftsführer wurde August Pardatscher. Mir wurde die Aufgabe übertragen, das Schützenwesen in Südtirol wieder zu aktivieren. Wobei die anstehende Tiroler Landesfeier von 1959 einen günstigen Anstoß bildete. Noch vor dieser Landesfeier, die für Mitte September 1959 in Innsbruck geplant war, wurden in mehreren Ortschaften des Landes Bezirksfeste abgehalten. Die Eröffnungsfeier des Gedenkjahres aber fand bereits am 19. Februar 1959 auf dem Reichrieger Hof oberhalb von Bozen statt. Es folgten dann in kurzen Abständen Gedenkfeiern für Tiroler Freiheitshelden in Meran, Kaltern, Olang, Klausen und Schlanders. Bei der Festveranstaltung in Schlanders hat der Nordtiroler Staatssekretär Dr. Franz Schnitzer den Satz geprägt: Leihwarten, nicht lucklassen und Tirol wird leben. Im Juli 1959 wurde noch in Parchins und Ende August in Brixen aufmarschiert. Der feierliche Festzug in Innsbruck war für den 13. September 1959 vorgesehen. An der Spitze des Festzuges ritt der stellvertretende Landeskommandant der Tiroler Schützen. Und von Südtiroler Seite ritt ich und der Obmann des Vereins der Musikkapellen Südtirols, Matthias Kim Stickler. Der Südtiroler Block mit seinen Fahnenabordnungen, Schützenkompanien und Marketenderinnen, begleitet von den Musikkapellen, wurde von zahlreichen Zuschauern, die die Straßen Innsbruck säumten, mit Begeisterung aufgenommen. In Südtirol wurde das Gedenkjahr am 21. Februar 1960 beim Sandwirt in Passaia mit Ansprachen von Landeshauptmann Alois Pupp und des Obmannes der Südtiroler Volkspartei Silvius Maniago abgeschlossen. Das Schützengewand ist die Tracht mit ihren landschaftlichen Besonderheiten. Unsere Tracht ist eine Zillertaler Tracht und nicht eine Wipptaler Tracht. Ne? Weil die Wipptaler tragen alle rote Joppen, die Wipptaler Tracht, ne? und die niederen Hirte. Und wir tragen hohe Hirte wie die Zillertaler und braune Joppen. Versuche, eine einheitliche Regelung zu treffen, sind glücklicherweise auf Widerstand gestoßen. Wir hätten unbedingt die Trachten ändern.
Aber sie haben ja eine Volksversammlung am Olymp gerufen, die haben mir gesagt, jetzt müssen die Leute da reden. Das haben wir gesagt, die Schützen bleiben mit der alten Tracht und die müssen auch so bleiben. Nicht? In den Morgenstunden des 30. Jänner 1961 kam es zu einem aufsehenerregenden Vorfall. Da war der Anschlag auf den Aluminiumdutscher in Weibruck und das hat man den Schützen in die Schuhe geschoben. Der Gustl Bartatscher ist kurze Zeit eingesperrt worden, man musste ihn dann freilassen, aber der stand dann auch nicht mehr zur Verfügung. Nach dem Rücktritt von Landeskommandant Alois Pupp wurde im Februar 1961 Karl Mitterdorfer zu seinem Nachfolger gewählt. Wenige Monate später, am 11. Juni, dem Herz-Jesu-Sonntag, wurden mit lautem Getöse Hochspannungsmasten in die Luft gesprengt. An dieser Aktion war zwar nicht der Schützenbund beteiligt, es hatten daran aber einige Schützen mitgewirkt. So ungefähr 2 Stunden nach dem Krachen war in der Stadt alles dunkel, alles still, hast kein Auto gehört, überhaupt nichts. Nur überall hast du die Masken gesehen in der Luft liegen. Und ich hab da aber auch nicht, von denen niemand gekannt. Und ich sag nur zu meiner Frau, sage, na, das sind nicht unsere gewesen, die waren das sicher nicht im Stand. Allerdings sollte sich später herausstellen, dass in der Feuernacht sehr wohl einige Schützen tätig gewesen waren. Und diese Aktivisten hatten und haben immer noch im Südtiroler Schützenbund einen hohen Stellenwert. Denn diese Männer haben Heimat, Familie und Gesundheit geopfert, um dass Südtirol wieder nach Österreich kommt. Und das war ja schließlich der Hauptgedanke dieser Aktion. Der Südtiroler Schützenbund ist durch diese Anschläge in der Feuernacht arg unter Druck geraten. So wurde das Staatsgesetz, das das Tragen von Uniformen verbietet, kurzerhand auf die Schützentrachten ausgedehnt. Wegen dieses Trachtenverbotes und anderer Maßnahmen von Seiten der römischen Regierung verließen dann viele Schützen ihre Kompanien. Ich weiß, dass ich als junger Schütze damals in voller Tracht mit einigen Kameraden meiner Rittner Schützenkompanie bei Beerdigungen, beispielsweise beim Louis Amplatz oder beim Anton Gostner ausgerückt bin. Und da waren die Schützen an wenigen Händen abzuzählen. Das heißt, es ist durch das staatliche Verbot tatsächlich damals alles wieder zugrunde gerichtet worden. Die Marketenderinnen, deren historische Aufgabe es war, in kriegerischen Zeiten die Schützen zu betreuen, haben im Laufe der Jahrhunderte allmählich ihre Bedeutung verloren und sind zum bloßen dekorativen Element im Schützenwesen herabgesunken. Erst allmählich, nach der Gründung des Südtiroler Schützenbundes, wurden sie vom gefälligen Beiwerk zum unerlässlichen Bestandteil des Schützenwesens. In einer Zeit des Aufbaus hat man natürlich geschaut, dass wir diesen Begeisterungsschwung mitnehmen und da sind die Funktionen der Jungschützen und der Marketenterin etwas in den Hintergrund geraten. Aber wir haben dann bei der ersten Konsolidierungsphase erkannt, dass die Marketenterin eine wichtige Funktion in der Kompanie ausüben und haben den Marketenterinnen über ihre Bezirksbetreuerin und die Landesbetreuerin auch eine Stimme gegeben. Wir haben jetzt noch gesagt, dass wir auch ein bisschen ein Mitspracherecht haben, weil Laien so mitmarschieren, so, das ist ja ganz schön nicht recht, aber oft einmal möchte man halt gerne ein bisschen auch mitreden. Und die Marketenderinnen setzen sich auch selbstbewusst für dieselben Ideale ein, für die auch ihre männlichen Kollegen einstehen. Ich bin damals zu den Schützen gegangen, weil mein Opa und mein Papa schon bei der Schützenkompanie Brixen waren. Sie waren Gründungsmitglieder. Und heute bin ich da bei den Schützen, weil ich will, dass die Tiroler Wesensart weitergeben wird. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen. Die Bereitschaft, als Marketenderin mitzuwirken, ist nicht überall gleichermaßen gegeben.
In der Stadt tut man sich viel härter, Maritanterinnen zu finden, da die Mädchen dort noch ganz andere Interessen haben. In den Dörfern ist es viel leichter, weil die Mädchen dort viel bodenständiger und viel mehr Traditionsbewusstsein haben. Als nunmehr vollwertige Mitglieder nehmen sie heute schon vielfältige Aufgaben wahr. Sie sind Schriftführerin, sie sind Zeugwart, sie sind teilweise auch Waffenwart. Sie haben eine ganz wichtige, integrale Funktion innerhalb der Schützenkompanien. Eine wichtige Entscheidung ist 1975 mit der Gründung der Alpenregion der Schützen gefallen. Da wurden die bayerischen Gebirgsschützen, die Nord- und Osttiroler und die Südtiroler Schützen zur Alpenregion der Schützen zusammengeschlossen. Das war eine relativ interessante Sache, die grenzübergreifend war und für uns insofern auch als eine Aufgabe der Südtiroler angesehen worden ist, weil das Grenzübergreifende ja für uns außerordentlich wichtig, wenn nicht sogar lebenswichtig ist. Auf das Jahr 1982 fiel dann die Gründung der ersten Welschtiroler Schützenkompanie. Bei der Gründungsfeier in Grometz ist der Jürgen Bircher mit mir hinuntergefahren. Und auf dem Weg hat er gesagt, wenn er auch nur eine grün-weiß-rote Fahne sieht, dann kehrt er um und ist weg. Wir haben keine solche Fahne gesehen. Nicht? Die Schützenkompanie Kronmetz sollte am 9. Juli 1989 in St. Romedius im Nonsberg mit anderen Kompanien zum Welschtiroler Schützenbund zusammengeschlossen werden. Ein bedeutender Markstein in der Geschichte des Südtiroler Schützenbundes war das Jahr 1977. Damals hat Michel Ebner als Bundesmajor die Tiroler Schützenzeitung wieder eingeführt, die nach dem Ersten Weltkrieg eingestellt worden war. Im April 1984 wurde dann Bruno Hosp zum Landeskommandanten gewählt. Am 9. September 1984, zur 175-Jahr-Feier des Tiroler Freiheitskampfes, fand in Innsbruck ein Festzug statt, bei dem 10.000 Tiroler Schützen mitmarschierten. Ähnlich wie im Festzug des Jahres 1959 wurde auch diesmal wieder eine Dornenkrone mitgetragen. Und ich fand damals die Dornenkrone für angebracht. Denn wir hatten damals derart viel Repressalien zu erleiden von Seiten der italienischen Machtorgane, dass es ganz selbstverständlich war, dass etwas zu geschehen hatte. Es lag etwas in der Luft. Und dieses Leiden, wenn man es so umschreiben darf, wurde durch die Dornenkrone sinnfällig gezeigt und es hatte einen Sinn. Laut Festausschuss hätte die Dornenkrone nicht mitgetragen werden sollen, aber der Nordtiroler Landeshauptmann Eduard Wallnöfer sorgte dafür, dass diese in den Festzug eingebaut wurde. Die gesamte Berichterstattung der italienischen Presse bezog sich in den darauffolgenden Tagen nur noch auf die Dornenkrone. Und das rief natürlich gewaltige Unstimmigkeiten in anderen Bevölkerungskreisen hervor. So sehr die Dornenkrone im Jahre 1959 noch sinnbildlich sinnvoll war, so sehr war es im Jahre 1984 nicht mehr glaubwürdig, weil es uns zu dem Zeitpunkt natürlich schon bedeutend besser gegangen ist. Im Südtiroler Schützenbund haben Glaube und Religion einen hervorragenden Stellenwert. Einen sichtbaren Beweis für die innige Verbundenheit der Schützen zum Glauben ihrer Väter bildet die traditionell rege Beteiligung an den zahlreichen Prozessionen und Wallfahrten. Dies trifft auch ganz besonders auf die Wallfahrt zu, die jedes Jahr im Mai zu den Heiligen Drei Brunnen in Trafoi durchgeführt wird. Vorangetragen wird der Wallfahrt die Fahne mit der Trafoier Mutter Gottes. Und die Fahne ist 1908 neu gemacht worden mit der Trafoier Mutter Gottes drauf. Und seither
gehen die Bruderschützen allen da inne. Der Väterglauben ist im Schützenwesen ganz fest verankert. Von dem her sind wir natürlich auch mit Herz und Seele bei einer Prozession, aber auch bei anderen kirchlichen Feiern dabei, um den Herrgott die Ehre zu erweisen. Eng verknüpft mit der Tradition ist im Südtiroler Schützenbund auch die Verpflichtung zur Erfüllung eines vielfältigen kulturellen Auftrages. Die Schützkompanie Daufers betreut das Projekt der Sanierung und Renovierung der Schlosskreuzkapelle und ist stolz daran, dass das in unseren Aufgabenbereich auch reinfällt, dass wir können sagen, wir tragen einen kleinen Teil bei, um auch zukünftige Generationen einen Teil unserer Geschichte zu erhalten und näher zu bringen. Eine kunsthistorische Besonderheit ist die gotische Stephanuskirche in Pinzon. Die Schützenkompanie Montan hat hier einen wertvollen Einsatz gezeigt. Bei dem schönen Glockenaltar sind 1971 beim Einbruch viele Figuren verschwunden. Die haben wir dann mit der Zeit durch neue ersetzt. Und auch der Seitenaltar ist seiner Figuren komplett beraubt worden. Die haben wir auch alle angeschafft. Und jetzt steht der Altar wieder da, als Kleinod, wie er früher eigentlich gewesen ist. Aber bereits vorher haben die Schützen den Kirchturm mit seinen Sandsteinfenstern und der schönen Turmuhr aufwendig restaurieren lassen. Josef Kaser und Ernst Delmonego haben das Buch Lüsen 1914 bis 1945, Schicksale einer unseligen Zeit, herausgebracht. Die Schützenkompanie Lüsen wollte mit diesem Buch die leidvolle Geschichte des 20. Jahrhunderts aufzeigen und vor allem die Auswirkungen auf unser Dorf darlegen. Ein besonderes Kapitel ist jenen Dorfbewohnern gewidmet, die wegen geistiger und körperlicher Behinderungen abgeschoben wurden und nicht mehr zurückgekehrt sind. Eines der markantesten Ereignisse in der 50-jährigen Geschichte des Südtiroler Schützenbundes war die Aktion Götterdämmerung. Aktion Götterdämmerung, das war die Aktion, die Peter Biok als Hauptmann der Schützenkompanie Meran und ich als Schützenkommandant von Walten am 12. April 1986 auf der Landesversammlung in Meran durchgeführt haben. Mit dabei über 50 Offiziere. Es war der Unmut der politischen Situation, gegeben durch die Paketverhandlungen, durch die schlechten und durch die Tatsache, dass hohe Schützenoffiziere, sprich Landeskommandant, Bundesmeer oder Schützen, ständig zur Wohlwerbung missbraucht haben. Wir verlangen. Ich war damals als Landtagsabgeordneter auch noch Landessekretär der SVP und Landeskommandant der Schützen. Es haben zwei und auch mehrere Schützenoffiziere des Burggrafenamtes den freiwillig übernommenen Ordnungsdienst dazu benutzt, eine Demonstration abzuwickeln und die Selbstbestimmungsforderung einzubauen. Dies wäre ja an sich kein Problem, aber die Art und Weise, wie dies im Handstreich gemacht worden ist, war einfach ein Treuebruch. Der Schützenbund, die Schützenführung hat darauf natürlich reagiert, hat Peter Biok und mich degradiert, aus dem Schützenbund, aus der Kompanie ausgeschlossen, wo es nicht rechtens war. Das Schiedsgericht hat es dann aufgehoben und hat gesagt, es ist also kein Vergehen. Und trotzdem ist bei Sanktionen dann geblieben. Ein Wort, das dem Schützen ein Leben lang Verpflichtung und Auftrag bedeutet, ist das Wort Heimat. Heimat ist ein Gebilde aus geografischen, historischen, kulturellen und ethischen Prinzipien, das einen formt und das man auch beispielsweise mitformen kann. Heimat ist für mich Territorium, Heimat ist für mich Geist, Heimat ist für mich Gefühl. Heimat kann man beschreiben als
etwas, was einem nicht gehört, was man aber im Herzen trägt und weitergeben möchte? Heimat beginnt eigentlich ganz im Kleinen. Heimat ist mein Hof, mein Haus, meine Gemeinde, meine Region, mein Land. Und ganz zum Schluss ist Heimat mein Vaterland. Beim Eintritt von Bruno Hosp in die Landesregierung im Jahre 1989 wurde Pius Leitner zu seinem Nachfolger als Landeskommandant gewählt. Unter ihm wurde im Jahre 1991 in Bozen ein Protestmarsch durchgeführt, der sich gegen die Restaurierung des Siegesdenkmals richtete. Die Veranstaltung wurde von den Behörden verboten, aber trotz des Verbotes abgehalten. Es ging dann schlussendlich nicht nur mehr um den Widerstand gegen die Sanierung des faschistischen Siegesdenkmals, es ging einfach auch um eine Demonstration um Versammlungsfreiheit. Ab dem Frühjahr 1993 blieb der Posten des Landeskommandanten für ein Jahr unbesetzt, weil Pius Leitner in den Landtag gewählt worden war. Es lag nun an den beiden Stellvertretern Luis Ploner und Wolfram Klotz, einen geeigneten Nachfolger zu finden. Das war insofern schwierig, weil wir uns eben auferlegt haben, es darf keiner in die Schützenführung, der irgendwie eine Parteifunktion innehat oder ein politisches Mandat. Im April 1994 wurde schließlich Richard Piok neuer Landeskommandant. Piok richtete seine Tätigkeit auf drei Schwerpunkte aus. Er hat zum einen versucht, unter dem Schlagwort der Europaregion Tirol zusammen mit den Nordtirolern und den Welschtirolern einen einheitlichen Bund zu schaffen. Die zweite Positionierung war ganz extrem gegen faschistisches Unrecht aufzutreten, gegen Missachtung von Autonomiebestimmungen wie der Doppelsprachigkeit. Ein dritter Teil war eigentlich die Förderung der Jugend, was ja, wie man jetzt sieht, eigentlich Früchte getragen hat. Die Jugend ist sehr aufgeschlossen dem Schützenbund gegenüber, dem Schützenwesen insgesamt gegenüber. Wir haben enormen Zulauf, wir haben jedes Jahr über 100, fast manchmal 200 Neumitglieder, die vor allem aus den Bereichen von 18 bis 20, 25 Jahren kommen. Der Gesamttiroler Schützenbund wurde schließlich im September 1995 in Innsbruck aus der Taufe gehoben. Er versteht sich als Dachorganisation aller Schützenbünde im alten Tirol, in Welschtirol, in Südtirol, in Nord- und Osttirol. Unsere Aufgabe ist, gemeinsame Interessen zu koordinieren, zu fördern, damit es nach einer ausführlichen Diskussion auch zu Entscheidungen kommt, die dem Lande zugutekommen. Am 24. April 1996, dem Todestag von Lehrer Franz Innerhofer, marschierte eine beträchtliche Anzahl von Schützen vom Ansitz Stillendorf, wo die Gedenkfeier stattgefunden hatte, zum Siegesdenkmal hinaus. Die Reaktion der Italiener, vor allem natürlich der Nationalisten, war heftig. Sie wollten die Umzäunungen einbrechen. Wir Schützen haben uns da nicht rausbringen lassen. Uns ist ja um einen friedlichen Protest gegangen. Uns ist darum gegangen, den Siegesplatz in Innerhofer Platz umzubenennen. Im Juni des Jahres 1996 wurde in Bozen in einer Feier des 200-jährigen Gelöbnisses an das Herzen Jesu gedacht. An der Gestaltung dieser Feierlichkeiten hatte der Südtiroler Schützenbund einen wesentlichen Anteil. Im Jahre 2000 ging der Herzenswunsch der meisten Schützen in Erfüllung. Sie durften wie ihre Nord- und Osttiroler Kameraden wieder Säbel und Gewehre bei ihren Aufmärschen mitführen. Und das hätte ich mir nie gedacht, dass ich das noch erleben tue. Als Offizier einen Säbel tragen
und die Kompanie, die Gewehr. Mit der Genehmigung von Seiten des Staates, Gewehre tragen zu dürfen, konnte natürlich auch wieder das Salveschießen durchgeführt werden. Dieses Abfeuern einer Salve bedeutet nichts anderes als eine Ehrerbietung, die man dem Herrgott und der jeweiligen Persönlichkeit entgegenbringt, aber stellt nicht im geringsten irgendeine militärische Aktion dar. Schützen, Jungschützen und Marketenderinnen üben ja auch mit einer gewissen Regelmäßigkeit auf den Schießständen, wie etwa hier in Neustift. Schießen die mir Marketenderinnen, zum Beispiel bei Rundenwettkämpfen oder Bezirksschießen und Landesschießen. Und wir stehen in unseren männlichen Kameraden in nichts nach. Die religiöse Tradition ist mit dem Schützenwesen sehr eng verbunden. Aber während die anderen Schützenbünde jeweils einen Landeskuraten hatten, blieb dies lange Zeit dem Südtiroler Schützenbund versagt. Ich bin der erste offizielle Schützenkurat. Ich weiß auch von den Schützenleitungen her, dass es immer schon lange Gespräche gegeben hat, ob die Schützen nicht einen eigenen Schützenkuraten bekommen würden. Wirklichkeit geworden ist dieser Wunsch erst im Jahre 2001. Mit der Wahl von Paul Bacher zum Landeskommandanten im Jahr 2001 wurde der Schützenbund neu strukturiert und es wurden neue Statuten eingeführt. Der Südtiroler Schützenbund hat es verstanden, durch öffentliche und spektakuläre Aktionen auf sich aufmerksam zu machen. So wurde im Juli 2002 auf dem Glockerkarkopf der Tolomäischen Vetta d'Italia eine Tafel angebracht mit der Inschrift Glockerkarkopf, 2912 Meter, mitten in Tirol. Wir wollten damit beitragen, dass man die faschistische Politik in Bezug auf die Ortsnamen, Flurnamen und dergleichen versteht. Und wir wollten damit unsere Forderung erheben, der Wiederherstellung der historischen Wahrheit. Der 50-jährigen Wiederkehr der Kundgebung von Sigmundskron gedachte der Südtiroler Schützenbund am 17. November 2007 auf Schloss Sigmundskron mit der Vorstellung des Buches von Margaret Luhn Der Tag von Sigmundskron. Eine Kundgebung macht Geschichte. Meiner Meinung nach war Sigmundskron nicht ein Wendepunkt in der Südtiroler Politik, sondern ein großer Ausgangspunkt. Von hier sind sehr starke Impulse ausgegangen, denn gerade auf Sigmundskron haben viele entschieden, selbst in die Politik einzusteigen oder selbst etwas zu unternehmen, um im Land etwas zu verändern. An jedem 20. Februar treffen sich Schützen aus allen Teilen Alttirols in Mantua zur Andreas-Hofer-Gedenkfeier. Die Feier in Mantua bedeutet für den Südtiroler Schützenbund viel, denn wir haben jedes Jahr einen anderen Bezirk beauftragt, diese Feier zu gestalten, die auch von der Bevölkerung von Mantua mitgetragen wird. Wir haben uns heute wieder hier in Mantua versammelt, um des großen Tiroler Freiheitskämpfers Andreas Hofer zu gedenken, der unsere Geschichte maßgeblich mitgeprägt hat. Gerade an der Stelle, die der Richtplatz Andreas Hofers war, ist es mir ein großes Anliegen, auf die Eigenschaften, auf die großen Charaktereigenschaften Andreas Hofers hinzuweisen, der Tapferkeit, Mut in sich vereint hat, lauter andere Werte, die eigentlich in die Tiroler Identität eingegangen sind. Und vor allem möchte ich die Verantwortung in den Vordergrund stellen. Andreas Hofer gilt den Tiroler Schützen nach wie vor als Leitfigur,
der es, wenn auch in abgewandelter Form, nachzueifern gilt. Andreas Hofer wird als Freiheitsheld dargestellt in einer Zeit, wo es um Kampf gegangen ist, aber er passt in der heutigen Zeit ganz genau so einer. Besser sogar der friedliebende Hofer, der heute die Möglichkeit in unserem Land segen hat, ohne Waffen die Freiheit zu erreichen. Und so sieht der Südtiroler Schützenbund nach 50 Jahren seines Bestehens auch seine Zukunft in bestem Licht. Der Schützenbund hat eine ganz große volkstumspolitische Aufgabe, er ist das Gewissen des Landes. Eine neue Aufgabe, die jetzt hinzugekommen ist und die wir ganz stark als unsere Aufgabe sehen, ist, die Jugend zu einem gesunden Patriotismus zu erziehen. Ihre Aufgabe, die ist, dass sie in der entsprechenden Art aufmerksam machen, nicht, auf die Gefahr des Verlustes der Identität, der kulturellen Identität. Also gehört das Schützenwesen wirklich auch zum kulturellen Erbe unseres Landes. Und ich hoffe, dass das auch so bleiben wird. Der rote Adler als Symbol hält treu die Wacht im Sturm. Mein Heimatland ist ganz Tirol, vom Kufstein bis Salon.